Es geht los. Hallo, ich bin auch da. Na, was kommt bei dem Programm raus? Könnte mir jemand beim Zischen helfen? Es geht los. Schon eine Minute drüber gequatscht, halbe. So, was kommt bei dem Programm raus? Es ist schon einige Zeit auf der Tafel gewesen. Hier wird die Antwort nicht vor, vielleicht kommen Sie ja selber drauf mal. Wenn zu spät kommen, bitte hinten reingehen. Na, hat jemand einen Vorschlag, der es noch nicht eingetippt hat? Ja? Genau. Also, die erste Zeile ist ja wohl klar. Das wird natürlich das H drücken, ja? Sind zwei Zeichen rein, das Plus konkateniert die. Das ist ziemlich leicht. Aber was ist in der zweiten Zeile? Ich glaube, Sie sind schon auf, haben eine richtige Idee. Was bedeutet das Plus in der zweiten Zeile? Ja? Das normale Addition, genau. Zeichenaddition, genau wie Sie sagten. Ja? Das heißt also, die zweite Zeile ist das Plus, bedeutet hier, es sind keine Zeichen rein, sondern das sind hier zwei Ziffern, die werden interpretiert als Ganzzahlen, eigentlich nur als 8-Bit-Zahlen, und die werden addiert. Um das genaue Ergebnis zu wissen, müsste man wissen, was der Code für H ist und der Code für das kleine A ist. Und das weiß ich natürlich auch nicht auswendig, aber man kann es nachschauen. Und wenn man es nachschaut, kommt dann, Moment, jetzt muss ich noch überlegen, wo ich meinen Zeiger hingetan habe. Ja, dann kommt HA 169 heraus. Ja? Das ist einfach die Addition dieser zwei Zeichen. Ja, ist überraschend, ja. Wie könnte man es korrigieren? Man könnte es korrigieren, indem man eine Konversion erzwingt, eine Typkonversion, indem man sagt, ich habe erstmal eine leere Zeichenreihe. Das ist schon mal ein Zeichen, das sagt dem Plus A, ich muss Zeichen rein addieren, also es konkatenieren, und dann wird die Konversion richtig passieren. Das ist natürlich blödsinnig, ja. Das könnte man gleich die Zeichenreihe hinschreiben. Oder aber man benutzt mal wieder Stringbuffer. Hoppla, Entschuldigung. Stringbuffer, machen Sie sich einen neuen Stringbuffer SB, hier ist er, und Sie hängen an dem per Append das H und das A dran. Ja, natürlich hat es auch, ist es ziemlich viel Schreibaufwand für ziemlich wenig Effekt, ja, aber das ist nur zur Illustration. Wir wollen natürlich möglichst kleine Beispiele haben, ja. Wenn es also darum geht, Einzelzeichen in eine Zeichenreihe anzufügen, zusammenzusetzen, dann vorsichtig mit dem Plus. Wenn also da mehr vorkommt, benutze den Stringbuffer. Ja? Und diese Typumwandlung funktioniert übrigens nicht, indem man dem sagt, mach einen String draus, weil das Übersetzer das nicht will. Also Zeichenkombination, Zeichenkonkatenation versus Addition beachten. Manchmal bedeutet das Plus das eine, manchmal das andere. Die implizite Typumwandlung beachten und die doppelten Gänsefüßchen, die einfachen Gänsefüßchen eben vorsichtig einsetzen. Was können wir daraus lernen? Wieder ein bisschen was dazugelernt zu Java. Gibt es vielleicht noch eine Frage oder sowas dazu? Nö, gut, dann machen wir gleich weiter mit den UML-Klassendiagrammen. Da waren wir letztes Mal stehen geblieben auf Seite 62, glaube ich. Da hatten wir über Vererbung gesprochen. Ich gehe nochmal zurück. Das ist eigentlich, eigentlich kennen Sie die Konzepte schon. Wir wiederholen sie nur mal kurz und sehen, wie wir sie in UML ausdrücken können. Also, wir sagten ja immer, eine Klasse ist eine Menge aus dieser Menge aller Objekte Omega, ja,
also alles, was von irgendjemand identifiziert werden kann. Was ist dann eine Unterklasse? Naja, Klassen ist auch eine Klasse, muss also auch eine Menge sein. Also ist so eine Unterklasse immer eine Teilmenge ihrer Oberklasse. Ja, Teilmengenbeziehungen besteht zwischen Oberklasse und Unterklasse. Und in der Regel möchte man auch, dass diese Unterklassen disjunkt sind, dass sie also paarweise disjunkt sind und keine gemeinsamen Mitglieder haben. Allerdings hatte ich Ihnen das Beispiel des Platypus gegeben, dass es nicht, dass es da Ausnahmen geben kann. Aber normalerweise macht man seine Unterklassen disjunkt. Okay, dann hätten wir das, also das war die Unterklassenbeziehung, also wichtig zu merken, dieser großgeschriebene Pfeil hier mit den, der hier bedeutet, die Unterklassenbeziehung zeigt auf die Oberklasse. Das ist fürs Malen in UML gedacht. Ja? So, dann sagten wir, in der Informatik brauchen wir, also in der Programmierung wollen wir zusätzlich eine zusätzliche Bedingung erfüllt haben, neben der Unterklassenbeziehung, dass nämlich das Substitutionsprinzip gilt. Das heißt, wenn Sie an einer Stelle eine Klasse einsetzen und die Funktionen aufrufen oder Methoden aufrufen an einem Objekt, das zu einer bestimmten Klasse gehört, dann sollte es so sein, dass wenn Sie stattdessen ein Unterklassenobjekt benutzen, das Programm trotzdem weiter funktioniert. Das heißt, in allen Kontexten, wo Sie ein Objekt einer Klasse einsetzen, also eine Instanz, dürfen Sie auch ein Objekt einer Subklasse benutzen. Ja? Das lässt sich also das Unterklassenelement genauso wie das Oberklassenelement verwenden. Das Unterklassenelement darf sich aber in anderen Punkten unterscheiden. Zum Beispiel könnte es mehr Attribute haben, die im Oberklasseninstanz nicht vorhanden sind. Aber das macht nichts, denn ein Programm, das nur die Oberklasse benutzt, kann die zusätzlichen Eigenschaften der Unterklasse nicht sehen. Ja? Das ist übrigens eine wichtige Eigenschaft, die wird dann später sehr, sehr häufig ausgenutzt, wenn wir über Entwurfsmuster sprechen, um Varianten von Programmen einfach behandeln zu können. Da ist dieses Substitutionsprinzip ganz wichtig. Ja. So, dann sagten wir, das hatten wir ein Gegenbeispiel gehabt. Dann waren wir eigentlich schon, gehen wir gleich weiter, dann sagt, wie das mit der Vererbung funktioniert. Auch das wissen Sie schon. Ich habe später noch ein ausführliches Beispiel, eine Variante dieses Beispiels, das noch ein bisschen darauf eingeht. So, dann sagten wir, unterscheide zwischen Signaturvererbung und Implementierungsvererbung. Signaturvererbung heißt, Sie haben eine Klasse, in der steht eine abstrakte Methode. Abstrakte Methode bedeutet, sie ist nicht implementiert. Die Unterklasse erbt diese Signatur, die Signatur dieser Methode. Signatur ist ja nichts anderes als der Name, Parameterliste mit den Typen und den Ergebnistyp. Das ist die Signatur einer Methode. Das wird dann vererbt und damit muss diese Unterklasse entweder diese Signatur weitervererben an noch eine Unterklasse. Irgendwo muss es aber eine Unterklasse geben, die diese Signatur dann tatsächlich mit einem implementiert, das heißt den Rumpf, den Code für die Methode liefert. Ja? Das nennt man Signaturvererbung. Implementierungsvererbung ist, wenn Sie eine Methode implementiert haben in einer Oberklasse und eine Unterklasse sie aufruft, ohne dass Sie sie neu implementieren. Okay. Natürlich brauche ich zur Implementierungsvererbung auch die Signaturvererbung. So. Eigentlich brauchen wir fast nur die Signaturvererbung, aber die Implementierungsvererbung ist bequem, weil man damit nicht Sachen zweimal schreiben muss, die identisch sind. Okay, so. Unterscheiden müssen wir jetzt noch, Sie erinnern sich, es gibt das Überschreiben einer Methode und das Überladen. Ja? Überschreiben sagen wir, was immer die Oberklassenmethode war, ich will nur die Signatur haben, aber eine andere Implementierung. Ich ersetze sie also. Das nennt man Überschreiben. Im Gegensatz zu ist das Überladen. Überladen bezieht sich auf einen Bezeichner einer Methode. Das sagen Sie, ich habe eine neue Methode mit den gleichen Namen, aber anderer Signatur. Ja? Sie können also eine Methode X haben, ohne Parameter, und eine Methode X mit
einen Parameter mit einem ganzzahligen Parameter, sagen wir, eine dritte Methode mit zwei ganzzahligen Parametern, eine vierte Methode mit zwei Floats. Das nennt man überladen, der gleiche bezeichnete Methodenname, unterschiedliche Signatur. Während beim Überschreiben haben sie exakt die gleiche Signatur, liefern aber eine neue Implementierung. Die alte ist damit verschwunden, verdeckt durch das überladende Methode. Wie gesagt, das ist eigentlich nur Wiederholung dessen, was Sie aus Java schon kennen. Also hier kommt ein Beispiel. Wir haben hier eine Oberklasse, denen wir geometrische Figur und drei Unterklassen, Kreis, Oval und Rechteck. Und wie gesagt, es ist klar, dass eine geometrische Figur sehr große Menge ist. Ja? Und davon gibt es jetzt Untermengen, alle Kreise, alle Ovale und alle Rechtecke. Ja? So, was hat denn die geometrische Figur zu bieten? Sie hat, sagen wir, eine Position, das ist irgendwo ein Punkt auf der geometrischen Funktion. Sie brauchen eine Zeichenoperation und der Einfachheit halber nur noch eine Löscheoperation. Ja? So, der Kreis fügt hinzu zur Position einen Radius, die Position könnten wir jetzt als das Zentrum des Kreises auffassen, und eine eigene Zeichenoperation, nämlich einen Kreis zu zeichnen, dazu brauche ich eine spezielle Operation. Oval hat zwei Radii und eine eigene Zeichenoperation und das Rechteck natürlich eine Länge und eine Breite und eine Position, das ist wahrscheinlich die linke obere Ecke. Wieder für ein achsenparalleles Rechteck reicht das und eine Zeichenoperation. Ja, und hier oben haben wir noch ein bisschen was eingebettet für Assoziationen, die wir ja letztes Mal ausführlich besprochen hatten. Eine Assoziation zeige an. Die Assoziation zeige an, sehen Sie den Lesepfeil, der sagt also, ich muss in der Richtung lesen, Bildschirm zeigt an mehrere geometrische Figuren, beliebig viele, gar keine, ist auch erlaubt. Und umgekehrt, eine geometrische Figur kann auch auf mehreren Bildschirmen sein, das wollen wir auch zulassen. Ja? So, jetzt sehen Sie, dass wir die Zeichenoperation überladen haben, die Löscheoperation aber nicht. Die Löscheoperation ist wahrscheinlich so, dass ich einfach nur das Objekt freigeben muss. In Java brauche ich nicht mal eine Löscheoperation, denn die wird von der Speicherbrennung automatisch entfernt, wenn eine Figur, eine geometrische Figur nicht mehr erreichbar ist. Oder auch, das trifft auch auf jedes Objekt zu. Die Frage, kann es überhaupt eine sinnvolle Implementierung für Zeichen hier oben geben, ist wahrscheinlich zu verneinen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich allgemeine Figuren zeichne, ohne dass ich irgendeine Repräsentation dieser Figuren habe. Also ist diese Funktion wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich abstrakt. Ja? Abstrakte Methoden in UML kann man auf zweierlei Arten schreiben. Die eine ist per Kursiv. Ja? Und eine Klasse, die wenigstens eine abstrakte Methode hält, ist dann auch eine abstrakte Klasse. Dann schreibt man, jedenfalls wenn es gedruckt wird, auch kursiv. Ja? Und natürlich habe ich jetzt nur noch eine Signaturvererbung, nämlich die Signatur von Zeichne, die ja nicht besonders interessant ist, wird auf die beiden und drei Unterklassen vererbt. Ja? So, das hatte ich gesagt. Von abstrakten Klassen kann es keine Exemplare oder Instanzen geben. Naja, warum denn wohl nicht? Na, weil mindestens eine dieser Methoden nicht funktioniert. Wenn ich sie aufrufen würde, würde irgendetwas Undefiniertes passieren. Also sagen wir, um das zu vermeiden, wenn die Klasse gewissermaßen nicht vollständig implementiert ist, dann lassen wir es nicht zu, dass Instanzen davon erzeugt werden. Ja? Gibt es noch eine Variation? Also Entschuldigung, man könnte auch noch sagen, dass eine abstrakte Klasse an ihre Unterklassen die Verpflichtung vererbt, die Methoden, die fehlenden, die abstrakten Methoden zu implementieren. Oder aber sie weiterzugeben, weiter zu vererben, um sie die Verpflichtung einer dritten Stufe, auf einer Unterklasse auf der dritten Stufe weiterzugeben und so fort. Ja? So, das ist nochmal genau das Gleiche. Wir haben es jetzt nur anders geschrieben und das ist die bevorzugte Schreibweise für die Klausur. Ich kann nämlich an Handschriften nie erkennen, ob das jetzt kursiv ist oder Normalschrift. Ja? Also nehmen wir diese Notation, die sagt, in UML, wenn eine Methode abstrakt ist, schreiben Sie dieses Wörtchen abstrakt davor in diesen spitzen Klammern. Und wenn eine Klasse abstrakt ist, schreiben Sie drüber oder davor ebenfalls abstract. Ja? Dann kann ich das lesen.
Ja, dann sagen, ah, er hat verstanden, hier brauche ich eine abstrakte Klasse. Ja? So, und im UML-Diagramm selbst natürlich können Sie sagen, naja, muss ich denn, wenn Zeichne schon vererbt wird, muss ich das in der Unterklasse eigentlich noch angeben? Bekomme ich ja. Und da ist die Regel, dass Sie hier diese Methode angeben sollen, falls sie tatsächlich in dieser Klasse implementiert werden sollte. Wenn Sie sagen, naja, nehmen wir das Rechteck, ist vielleicht besser, beim Rechteck sagen Sie, da gibt es noch eine Unterklasse, die ist die Klasse Quadrat, ja, eine Unterklasse von Rechteck. Und Sie sagen, hier will ich die Zeichneroperation einfach nicht implementieren, dann lassen Sie sie hier weg. Ja? Und es würde in diese Unterklasse Rechteck dann nochmal erscheinen, weil sie dort implementiert werden soll. Ja? Also nur in der Klasse wiederholen die vererbte abstrakte Methodensignatur, wenn tatsächlich implementiert wird. Okay, das glaube ich ist alles, was dazu jetzt zu sagen ist, zu den abstrakten Methoden. Gibt es da noch Fragen dazu? Okay, also Sie merken schon, Java und UML haben sehr, sehr ähnliche Konzepte. Ja? Das werden wir jetzt gleich bei den Schnittstellen auch noch sehen. Ist eigentlich genauso wie in Java und in anderen Programmiersprachen. Das ist einfach ein ausgereiftes Konzept, das sowohl in modernen Programmiersprachen als auch in UML vorkommt. Ja? So, Schnittstelle kennen Sie. Schnittstelle ist eine total abstrakte Klasse, könnte man sagen. Eine Schnittstelle hat nur abstrakte Methoden und eventuell Konstanten. Ja? Also da sagen Sie, geben Sie sich eine Schnittstelle vor, zum Beispiel den hier, sagen wir, wir haben einen Interface SMTP Server, der hat Open, Send und Close. Open sendet öffnet einen Kanal, Send schickt etwas, sind halt hier die Parameter, sind nicht so wichtig, und davon gibt es jetzt eine Implementierung, die ist natürlich auch vererbt, ich vererbe also auch die Schnittstelle an eine konkrete Klasse, die Sie tatsächlich schreiben. Nur ist der Vererbungspfeil hier etwas anders geschrieben. Um anzudeuten, dass das eine Schnittstelle ist, nimmt man hier den gestrichelten Pfeil. Das ist natürlich nur ein wirklich Detail. Sie können noch das Realize dazu schreiben. Das muss aber nicht sein. Gestrichelt ist schon okay. Das hier ist ein anderer Pfeil übrigens. Sie kennen den Pfeil schon. Der hatte einmal auch geheißen, hatten wir bei den Klassenobjekten schon gesehen. Das ist ja der Uses-Pfeil, da muss allerdings Uses dran stehen. Wenn Sie das zeigen wollen, da ist also ist wahrscheinlich in diesem E-Mail-Programm ein Aufruf auf ein Objekt, das die SMTP-Server-Schnittstelle implementiert. Okay? Schreibweise ist wieder so, dass Sie in UML hier drüber Interface schreiben. Ja, wieder in diesen Spitzenklammern. So, was ist da noch zu sagen? Die Schnittstellen, ähnlich wie abstrakte Methoden, übertragen die Verpflichtung, alle Methoden in dieser Schnittstelle zu implementieren. Ja? Damit kriegen Sie, wenn Sie so eine Klasse haben, von der Sie wissen, sie implementiert, sagen wir, die SMTP-Schnittstelle, dann wissen Sie, Sie können Open, Close und Send aufrufen dran. Die Methoden gibt es dann. Und wo immer so eine Schnittstelle benutzt wurde, können Sie ein beliebiges Objekt einer beliebigen Klasse, die diese Schnittstelle verwirklicht, einsetzen. Die Idee hinter der Schnittstelle ist zu sagen, ich gebe etwas vor, das mir gewissermaßen Kompatibilität garantiert, dass ich an jeder Stelle, wo diese Schnittstelle benötigt wird, auch entsprechende Objekte habe, die die Schnittstelle erfüllen können und nicht plötzlich eine andere Signatur haben, die, was weiß ich, ein extra Parameter erfordert oder anders heißt oder sonst was das alles schwierig macht. Ja? Und die Idee ist eben, dass Sie nur mit dem Wissen über die Schnittstelle schon programmieren können. Ja? Also denken Sie, Sie bekämen so einen schwarzen, eigentlich weißen Kasten hier und Sie finden darauf Knöpfe wie Play, Stop, Fast Forward, Rewind und Skip. Sagen Sie, ja, das muss irgendwie ein Abspielgerät sein. Ich weiß schon, wie ich das benutzen muss. Nämlich ein Play fängt das Ding zum Abspielen an. Ob das jetzt ein MP3-Spieler ist oder ein Videorekorder oder ein DVD-Spieler, das ist schon egal. Ja? Das wären die verschiedenen Implementierungen dieser Schnittstelle. Noch ein Punkt.
Bei Schnittstellen gibt es keine Vererbung. Sie kriegen lediglich die Vorschrift, die Schnittstelle zu implementieren. Wenn eine Schnittstelle B eine Schnittstelle A erweitert, ja, dann ist die Menge der abstrakten Methoden von A einfach eine Teilmenge der Menge der abstrakten Methoden von B. Das ist eigentlich ganz klar. Wenn eine Klasse X eine Schnittstelle implementiert, ja, dann ist die Methode der abstrakten Methoden von A eine Teilmenge der Methodendefinition von X. Ja. X darf also schon mehr enthalten, muss als Minimum die Schnittstelle implementieren. So, und bei Schnittstellen ist es möglich, dass Sie eine Klasse haben, die mehrere Schnittstellen implementiert. Sie können also Schnittstelle sagen SMTP-Server und Schnittstelle irgendetwas anderes und eine Klasse, die beide Schnittstellen verwirklicht. Im Gegensatz dazu gibt es keine, in den meisten Programmiersprachen, C++ gibt es schon, keine Mehrfachvererbung. Also Mehrfachvererbung würde heißen, Sie haben eine Klasse, die von mehreren anderen Klassen erbt. Ist übrigens in UML nicht verboten, ja? Die Mehrfachvererbung. Aber die wird vermieden, weil sie Probleme verursacht. Können Sie sich vorstellen, welches Problem das ist? Also nochmal, Sie haben eine Klasse, die erbt von mehreren anderen Klassen. Zwei, sagen wir mal. Ja? Wenn Sie gleichnamige Attribute oder Methoden haben, genau, da ist das Problem, welche kriege ich jetzt? Ja? Wenn beide mir eine Methode A geben, ja, welche ist es jetzt, die ich wählen soll? Dann muss ich irgendwelche Prioritätsregeln beachten und sowas kann man alles machen, ist aber extrem umständlich und meistens dann doch nicht richtig. Ja? Ja? Genau. Kann das Problem bei den Schnittstellen nicht auch auftreten? Nein, kann es nicht. Warum nicht? Ja. Genau, da ist noch nichts implementiert. Ja. Ich habe zweimal die gleiche Schnittstelle, die ist identisch. Ja. Also zweimal die gleiche Methode, Entschuldigung, mit den gleichen Parametern. Notfalls, wenn sie unterschiedlich sind, ist sowieso kein Problem. Aber wenn sie gleich wären, das sind nur dann, wenn sie gleich wären. Naja, das ist ja nur die Signatur. Und ich muss ja noch die Implementierung liefern, da muss ich mich, ja, da kann ich nichts erben davon. Ja. Dadurch gibt es eben diese Zweideutigkeit oder Mehrdeutigkeit da nicht. Deswegen geht es gerade bei den Schnittstellen. Aha, jetzt haben wir das wiederholt. Ist natürlich klar, hat man ihn wahrscheinlich schon irgendwann mal gesagt in der Programmiervorlesung. So. Und jetzt kommt eine seltsame Aussage. Wir haben also eine Vererbung und betrachten jetzt einfach nur die Signaturvererbung. Und da hatten wir gesagt, die Signaturen müssen gleich sein. Aber sie müssen gar nicht gleich sein. Ich könnte sie ändern in einer bestimmten vereinfachten Form. Und das muss ich Ihnen, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Ja? Dazu brauchen wir jetzt vier einfache Begriffe, nämlich die sogenannte Parametervarianz. Die Varianz bedeutet lediglich Modifikation der Typen der Parameter einer überschriebenen Methode. Ja? Also Sie haben eine Oberklasse, Unterklasse, eine Methode zeichnen in der oberen, in der unteren implementieren Sie erneut, also überschreiben. Ja? Und ich hatte vorhin immer angenommen, wenn Sie das vererben, bleibt die Signatur gleich. Das ist aber nicht immer der Fall. Staunen. Und da spricht man von Varianz, wenn diese Parametertypen, auch der Rückgabeparametertyp, sich ändern kann in der erbenden Klasse. Okay? Da spricht man von Kovarianz. Kovarianz heißt, ich nehme eine Spezialisierung des Parameters. Also wenn zum Beispiel in der Oberklasse in einem Parameter die Klasse Person benutzt würde, würde Kovarianz bedeuten, dass ich in der Unterklasse anstelle des gleichen Parameters zum Beispiel die Klasse Student benutzen würde. Wenn das eine Unterklasse von Person ist. Das nennt man Kovarianz. Kovarianz, weil dieser Parameter spezialisiert, genauso wie die Subklasse selbst spezialisiert. Deswegen Co, also gleichzeitig spezialisiert. Das ist die eine. Das Gegenteil ist auch möglich, das nennt man die Kontravarianz. Da wird in der vererbten Klasse eine allgemeinere
ein allgemeiner Typ in den Parametern oder Rückgabewerten benutzt. Ja? Und Invarianz ist dann natürlich exakt gleich. Ja? So, was ist dabei jetzt sinnvoll? Das illustriere ich Ihnen jetzt mal. Also, Beispiel von Co- und Kontravarianz. Hier ist eine Oberklasse P, eine Unterklasse Q. Hier kommt eine Methode M vor und hier eine Methode M. Hier wird M überschrieben. Sie sehen, es hat zwar den gleichen Parameternamen, aber einen unterschiedlichen Typ A und B. Aber es ist so, dass A eine Oberklasse von B ist. Das heißt, ich habe hier Kovarianz. Sie können sich so merken, wenn Sie die Pfeile eintragen würden, gehen Sie in die gleiche Richtung. Ja? Also hier der Vererbungspfeil zeigt nach oben und der zeigt auch nach oben. Das nennt man die Kovarianz. Kontravarianz ist, wenn es gerade umgekehrt wäre, so wie hier. Hier ist ein Parameter T benutzt. Okay? So, jetzt, gut. Und was soll ich jetzt damit machen? Naja, jetzt müssen wir überlegen, was wir davon erlauben könnten. Ja? Also stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt eine Programmiersprache entwickeln, Java++ oder so etwas, und Sie überlegen sich, will ich Kovarianz und Kontravarianz erlauben? Und ein wichtiger Gedanke dabei ist wieder das Substitutionsprinzip. Wenn ich Co- oder Kontravarianz erlaube, ist dann das Substitutionsprinzip gewährleistet. Ja? So, dazu ein Beispiel. Also, sagen wir mal, da gibt es die Oberklasse Europäer und eine Unterklasse Kroate. Es gibt eine Oberklasse Währung und eine Unterklasse Euro. Zur Verwirrung habe ich es gleich mal anders hingeschrieben, damit Sie genau hinschauen. So, und dann haben wir eine Methode Nehmen bei beiden. Bei dem einen steht Euro, bei dem anderen steht Währung. Jetzt schauen wir mal. Der hier hat, das ist die Oberklasse, aber in der Unterklasse steht ein allgemeinerer Typ. Ja? Würde das klappen? Ja? Ja, natürlich ist das erlaubt. Sie müssen sich jetzt Folgendes vorstellen. Sie haben eine Variable E, die ist ein Europäer. Sie programmieren mit dieser Variable und jedes Mal, wenn Sie die Methode Nehmen aufrufen, wird der Übersetzer überprüfen, ob Sie auch wirklich einen Euro liefern an der Parameterposition 1 hier. Ja? So, und jetzt haben Sie diese Variable E, da haben Sie immer gedacht, Sie programmieren für Europäer allgemein und jetzt kommt irgendein Programmierer auf die Idee, in diese Variable E ein anderes Objekt reinzustecken, nämlich das vom Typ Kroate. Ja? Das wussten Sie aber nicht. Ihr Anwendungsprogramm ruft eben Nehmen auf. Ist jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich ein Objekt vom Typ Kroate habe, funktioniert das jetzt? Ja, es funktioniert, denn Sie liefern einen Euro, also Euro-Typ als Parameter. Die Nehmen vom Kroaten sagt, ich nehme aber nicht nur Euro, ich nehme eigentlich alles, ja, in beliebige Währung. Also funktioniert das in diesem Falle. Ja? Umgekehrt würde es nicht funktionieren. Also, wir merken uns, Kontravarianz bei den Parametern läuft problemlos. Ja? Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, Substitutionsprinzip, damit ich eben alle beleidige. Ja? Wir haben einen Baden-Württemberger und einen Schwabe als Unterklasse. Der Baden-Württemberger isst Nudel, der Schwabe isst Spätzle als den Parameter. Jetzt ist es so, dass die Nudel die Oberklasse ist und Spätzle die Unterklasse. Ja? So, und jetzt machen wir das gleiche Spielchen. Sie haben einen Baden-Württemberger angelegt, programmiert, indem Sie Essen aufrufen und ihm Nudeln liefern. Ja? Und jetzt kommt jemand anderer auf die Idee und speichert in dem Baden-Württemberger einen Schwaben, ist erlaubt, ist ja eine Unterklasse, darf ich ja. Jetzt rufen Sie Essen auf und dann würde die Essenfunktion plötzlich sagen, Moment, ich esse nur Spätzle. Das Nudel, das ist, ja, und Sie hätten einen Fehler. Ja? Also das Substitutionsprinzip ist nicht erfüllt, im Gegensatz zu vorhin, wo wir sagten, bei der Kontravarianz geht das. Jetzt haben wir aber nur die Hälfte davon gesehen.
Wir müssen nämlich auch noch den Rückgabeparameter berücksichtigen. Rückgabeparameter ist blöd, weil der funktioniert in der umgekehrten Richtung. Vorher hatten wir beim Aufrufen, geben wir einen Parameter ja rein und der wird dann in der Methode verarbeitet. Jetzt beim Rückgabeparameter ist es umgekehrt, da wird von dem Unterklassenobjekt plötzlich was zurückgegeben. Ja? Und wenn ich da jetzt was Spezielleres zurückgebe, dann muss ich mir überlegen, was ich da erlaube. Und zwar beim Ausgabeparameter, aber auch beim Rückgabewert und bei Ausnahmen, wenn Sie also Ausnahmen, Exceptions angeben können, da brauchen Sie die Kovarianz. Das heißt, was Sie zurückgeben, darf was Spezielleres sein, aber nicht was Allgemeineres. Ja? Wenn es nämlich was Allgemeineres wäre, was der Aufrufende erwartet, was zurückkommt, dann fehlen möglicherweise Attribute oder Methoden, die jetzt im Folgenden aufgerufen werden, an dem Spezielleren. Ja? Also, merken, Kovarianz so rum, Kontravarianz so rum, das ist mal wieder so ein Ding, das man gerne verwechselt. Darum einmal genau anschauen, dann hat man das. Ja? Und natürlich für Parameter, die gleichzeitig Ein- und Ausgabeparameter sind, muss ich Invarianz verlangen. Ja? Da kann ich ja keine Unterklasse oder Oberklassen bilden. In jedem Fall würde es mir beim Ein-Ausgabeparameter Schwierigkeiten bereiten. Ein Ausgabeparameter gibt es jetzt in Java nicht, aber es gibt es zum Beispiel in C#. Da können Sie Parameter als In-Out bezeichnen, kriegen Sie sowohl einen Wert rein als auch einen Wert zurück und dann müssen Sie dort Invarianz verlangen, denn sonst funktioniert es mit dem Substitutionsprinzip nicht mehr. So, Sie dürfen jetzt nachschauen, was davon in Java eigentlich erlaubt ist. Ja? Ist in Java Kontravarianz bei den Eingabeparametern erlaubt? Ist Invarianz bei den Rückgabewerten erlaubt? Und was ist mit den Ausnahmen? Ja? Ist da eine Spezialisierung erlaubt oder Generalisierung erlaubt? Okay, so, das war also der Punkt. Kovarianz, Kontravarianz. Die Vererbungshierarchie für Java-Programmierer sollte man auch in etwa wissen. Double ist eine Oberklasse von Float, ist eine Oberklasse von Long, ist eine Oberklasse von Int, ist eine Oberklasse von Short und Int ist auch noch eine Oberklasse von Char und eine Oberklasse Short, eine Oberklasse von Byte. Ja? Int ist also 32-Bit, Long ist 64-Bit, Float ist 64-Bit, 32-Bit und Double ist 64-Bit. Das ist die Unterklassenbildung, hat jetzt mit Co- und Kontravarianz nichts zu tun. Ja? Aber in allen Plätzen, wo ein Double erlaubt ist, dürfen Sie auch ein Float einsetzen. Das wird dann konvertiert. Überall, wo Sie ein Int haben, dürfen Sie auch ein Long haben. Überall, wo Sie ein Long haben, wo Sie ein Float haben, dürfen Sie ein Long einsetzen. Das wird auch konvertiert unter Umständen unter Verlust von Genauigkeit. Ich sage mir, ich habe keine Batterie mehr. So, nächster Punkt: Polymorphie. Hat natürlich mit der Vererbung zu tun. Polymorphie, es kann mehrere Namen, Methoden mit dem gleichen Namen geben. Signatur muss unterschiedlich sein, das ist das Überladen. Das ist eine Form von Polymorphie, das hatten wir vorhin schon gesprochen. Oder, das hat jetzt nichts mit OO zur Vererbung zu tun, dynamisch ist eben Verwendung der Vererbung. Da hat es jetzt damit zu tun, dass wenn Sie Methoden mehrfach implementieren in Unterklasse 1 und der weiteren Unterklasse auf nächster Ebene, da ist die Frage immer, welche Methode wird jetzt eigentlich aufgerufen? Und das nennt man die Polymorphie. Wenn mehrere Methoden eigentlich zur Verfügung stehen, mehrere Implementierungen derselben Methode mit der gleichen oder Kontra-Kovarianz-Signatur zur Verfügung stehen, welche wird aufgerufen? Ja? Und da ist die Antwort, man geht in die Vererbungshierarchie des jeweiligen Objektes, das man besitzt, in der Hand hat, in was immer das für Variable ist, und suche nach dem nächsten gelegenen Implementierung in dieser Vererbungshierarchie, nach oben. Bild, viele Leute wollen dieses Bild nachher haben, also sagen, ach, endlich verstehe ich das. Ja? Also betrachten Sie mal Folgendes, wir haben wie vorhin Hund, Wolf und Polarwolf als Klassenhierarchie. Ja? Das hatten wir letztes Mal schon. Wir haben aber jetzt überall eine Heulen-Implementierung. Wir haben das einfach gemacht, weil, sagen wir, der Wolf anders heult
als der Polarwolf, weiß man sich. Ja? Also haben wir es dreifach implementiert. So, wir haben eine Variable H als Hund, das ist die oberste Oberklasse. Ist klar, ich habe eine Variable Wolf, der gebe ich einen neuen Wolf. Das ist also ein Objekt von der Klasse Wolf. Hier ist das zugehörige Klasse. Ja? So sieht das auf. Dann mache ich Folgendes. Ich weise dem Hund ein Objekt des Typs Wolf zu. Also H gleich W, das ist genau das, was ich immer gesagt habe. Man habe ein Oberklassenelement und das bekommt eigentlich zugewiesen ein Unterklassenelement. Das ist ja legal. Ja? Und jetzt sage ich H.heulen. Welche Methode wird jetzt aufgerufen? Die hier oder die hier? Wie finde ich das raus? Ja? Und es geht so, die Variable Wolf, Variable W zeigt natürlich auf das Objekt Wolf, ist klar. Das hatten wir vorhin schon. H, durch diese Zuweisung, ist ebenfalls ein Verweis auf das Objekt Wolf. Jetzt erfolgt der Aufruf heulen an H. Ja? Was ich jetzt mache, ich verfolge den Verweis, habe jetzt das Objekt Wolf und jetzt viele Leute nehmen jetzt an, jetzt müsste ich plötzlich dieses Tier aufzurufen, denn es ist ein H. Das ist nicht der Fall. Ja? Also ein Hund. Sondern was passiert ist, ich verfolge diesen Pfeil hierhin, bekomme einen Wolf, schaue in der Klasse der zugehörigen Klasse nach und rufe diese Methode auf. Wenn dort keine stehen würde, denken Sie sich die mal einen Augenblick weg, dann würde ich die Vererbungshierarchie hochgehen und nach dem nächsten Heulen suchen. Das wäre in diesem Fall natürlich der hier. Jetzt denken Sie sich, da gäbe es noch eine Oberklasse drüber. Da wäre Heulen ebenfalls implementiert, aber hier nicht und hier nicht. Ja? Dann würde die Suchstrategie so gehen, von H zum Objekt Wolf, zur Klasse Wolf. Die hat kein Heulen, also schaue ich in der nächsten Oberklasse nach. Die hat auch kein Heulen und so weiter. Ja? So läuft das. Aber ich gehe nicht nach unten. Das ist die Mimik, die zum Beispiel auch in Java oder C++ und so weiter eingebaut ist. Gibt es da Fragen dazu? Es ist jetzt sonnenklar, nie wieder ein Problem mit Polymorphie von heute an. Man sehe einfach auf das Objekt, die zugehörige Klasse und dann sucht man. Ja? So macht das Laufzeitsystem das tatsächlich. Einen speziellen Namen in der Compiler-Technik nennt man Method Dispatch. So, was gibt es beim Cluster? Dann hätten wir also das Vererbungskapitel jetzt abgeschlossen, auch die Polymorphie abgehakt, Schnittstellen hinter uns, Kovarianz und Kontravarianz ist vielleicht ein neues Konzept für Sie. Was gibt es denn beim Klassendiagramm noch, außer Klassen und Assoziationen und Vererbung? Sie können Anmerkungen oder Quelltext angeben, das zeichnet man mit so einem Kästchen mit so einer abgeknickten Eselsohr, ja. Können Sie zum Beispiel für diese Operation reinschreiben, was der grobe Programmiertext ist. Ja, ist zum Beispiel möglich. Manchmal ist es eben nur so kurz, dass man es einfach hinschreibt und dann sind alle Unklarheiten beseitigt oder man kann Notizen oder Kommentare eingeben. Sie können auch Abhängigkeiten angeben, das hatten wir vorhin schon gesehen, an einem Beispiel Uses, wenn die Klasse 1 entweder Objekte der Klasse 2 aufruft oder Parameter hat, die vom Typ Klasse 2 sind. Das wollen Sie vermerken. Ja? Dann kann man noch das Uses hinzufügen, ist aber nicht Vorschrift. Ja? Nur wenn Sie das wirklich vermerken wollen, das bedeutet dann meistens auch, dass die beiden Klassen im gleichen Paket sitzen müssen, dass die entsprechenden Klassen auch bekannt sind. Okay. Ah ja, das letzte ist der Zugriffsschutz. Das kennen Sie ebenfalls als Java privat und protected. Ja? Private and protected. Das ist in UML einfach ganz einfache Notation. Da gibt es die Notation für ein Minus, dann ist es geschützt oder privat. Ist es privat? Das Gatterzeichen oder das FIS oder sowas, wie Sie nennen wollen, für geschützt oder protected und plus für öffentlich, public. Ja? Und die Definitionen sind ziemlich gleich. Wenn Sie etwas mit Plus verzieren, eine Methode mit Plus voranstellen, dann heißt es, jedes andere Objekt darf diese Methode aufrufen oder auf dieses Attribut zugreifen.
Privat heißt nur Objekte derselben Klasse. Ja, das heißt nicht, Minus oder Privat heißt nicht nur dieses eine Objekt, sondern wenn Sie zwei Objekte haben, dann dürfen Sie gegenseitig derselben Klasse, dann dürfen Sie gegenseitig Ihre privaten Attribute und Methoden benutzen. Also nicht so privat, wie man oftmals nimmt, annimmt und geschützt, protected oder eben Doppelkreuz alle Exemplare derselben Klasse und ihrer Unterklassen, abgeleiteten Klassen, sowie Exemplare aus dem gleichen Paket. Ja, also eigentlich können Sie sagen, ist Paket global. Aber für andere Pakete nicht sichtbar. Wenn zum Beispiel eine Unterklasse gebildet wird, einer Klasse, die in einem anderen Paket sitzt, und diese Klassenattribute bezeichnen Sie als privat, entschuldigen, als protected, dann darf das andere Paket auf die nicht zugreifen. Obwohl es eine Unterklasse ist. Ja? Diese Einschränkungen sind meistens sehr praktisch, aber wohlgemerkt, sie eignen sich nicht dafür, um Software zu schreiben, die gegen böse Angriffe gefeit ist, mit Hilfe dieser Schutzmechanismen. Denn diese Schutzmechanismen kann ich hinterher im Programm total umstellen. Ja? Ich kann sie löschen, ändern, neu hinzufügen. Ja? Also diese ganzen Zugriffsrechte gelten nur zur Übersetzungszeit. Und zur Laufzeit kann ich sie im Prinzip ändern. Ja. Ich weiß nicht so recht, warum ich das machen würde, aber es ist jedenfalls möglich und ein Angreifer könnte das ausnutzen. Ja. Also wiegen Sie sich in keine Sicherheit, wenn hier Minus steht und sagen, ach ja, die anderen Klassen dürfen das eh nicht sehen. Das ist gar nicht wahr. Wenn einer will, wird er einen Weg finden, diesen Schutz zu durchbrechen. Ja. Also jetzt ein Beispiel zur Sichtbarkeit. Sagen wir mal, Sie hatten einen Kreis und sagen, der Radius, den wollen Sie verdecken. Das heißt, alle Instanzen von Kreis können natürlich den Radius anderer Kreise sehen. Das X und Y ist geschützt. Das heißt, ich darf sie nur im Paket sehen oder an Unterklassen. Die X und Y des Zentrums. Ja. Und diese Methoden hier mit Plus verziert sind alle öffentlich. So schreibt man das in UML. Fragen dazu? Das Plus können Sie auch weglassen. Ja, dann ist es öffentlich. Genau. Hier steht's. Keine Fragen? Okay. So, also wenn Sie mehr über UML2X wissen wollen, dann gibt es auch den Standard. Aber Warnung, der Standard ist lang. aber wenn es mal um Fragen geht, dann kann man da natürlich nachschauen. Ja? Wenn Sie meinen, ich hätte was Falsches verzapft, nachschauen, sagen, lieber Herr Tichy, aber im Standard steht, ja? Kann mir natürlich passieren. Dann haben wir ein paar Übungen, die bespreche ich jetzt nicht. Wir wären dann fertig mit den Klassendiagrammen. Gibt es vielleicht noch global zu den Klassendiagrammen Fragen? Assoziationen ist ein schwierigeres Kapitel, da muss man ein bisschen vielleicht genau hinschauen. Diese Schutzmechanismen, Vererbung und so, dürfte Ihnen schon längst bekannt sein. Ja, bitte. Also Sie meinen Bibliotheksklassen? Ja, also UML benutzt man dafür, um neue Software zu schreiben. Ja. Also wenn Sie wollen, können Sie natürlich so einen Uses-File eingeben, aber dann müssen Sie die Bibliothek nachmodellieren. Der Sinn davon ist es halt Fleißarbeit. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob es vielleicht UML-Modellierungen gibt, der Klassen, der in den Bibliotheken sitzen, aber würde man normalerweise nicht machen. Ja. Das ist einfach nicht notwendig. Noch Fragen? Okay, so, dann, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann schauen wir uns
den nächsten Abschnitt an. Es gibt nämlich noch ungefähr, fast hätte ich gesagt, 26 weitere Diagramme. So viel sind es nicht ganz, aber es gibt schon noch einiges weiteres. Eines davon, also weitere UML-Diagrammtypen, Sie müssen nicht alle lernen. Ja? Wir lernen jetzt noch zwei. Noch über zwei. Und die sind auch nicht schwierig. Eins, und ein drittes ist hier nochmal ausgeführt, nämlich das. Hier ist der ganze Strauß von UML-Diagrammen. Also, wir hatten schon das Klassendiagramm behandelt. Das Anwendungsfalldiagramm hatten wir auch schon behandelt. Das kommt jetzt nochmal, wird nochmal kompakt aufgeschrieben. Das überspringe ich jetzt aber. Ja? Wir hatten ja das schon behandelt, als wir beim Lastenheft waren. Ja? Dann gibt es noch, das Sequenzdiagramme. Wir schauen uns noch ein paar an. Das Zustandsdiagramm zum Beispiel, sind es doch noch drei. Aktivitätsdiagramm schauen wir an. Das Paketdiagramm ist etwas ganz, ganz Einfaches. Interaktionsdiagramm werden wir gleich sehen. Also, Use Case Diagramm, Anwendungsfalldiagramm überspringe ich. Wissen Sie schon, wie das geht? Das sind die Strichmännchen und die Kästchen, von der Sorte. Das sind jetzt mehrere Beispiele. Wir schauen uns die Aktivitätsdiagramme als nächstes an. Ein Aktivitätsdiagramm beschreibt einen Ablauf, zum Beispiel technische Abläufe im Programm, aber auch Workflows, also Ablaufdiagramme für Vorgänge, also die auch menschliche Arbeit mit einbeziehen oder auch ausschließlich aus menschlichen Arbeitsschritten bestehen. Kann man sie auch benutzen, das Aktivitätsdiagramm. Gibt auch konkrete algorithmische Abläufe. Was am Aktivitätsdiagramm besonders interessant ist, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Diagrammen mir es auch erlaubt, nebenläufige Prozesse, also gleichzeitig ablaufende Teilprozesse, grafisch darzustellen plus deren Synchronisation. Und die Technik dafür ist ganz einfach, ist einfach das Diagrammpunkt, der sagt, wo mehrere, wo sich der Ablauf aufspalten kann in mehrere Fäden, mehrere Abläufe und dann wieder zusammengeführt werden und aufeinander gewartet wird. Ja? Wir haben im Aktivitätsdiagramm Aktions-, Objekt- und Kontrollknoten, Objekt- und Kontrollflüsse. Die Semantik ist an sogenannten Petri-Netzen angelehnt. Hatten Sie Petri-Netze mal behandelt? In den Grundlagenvorlesungen? Nee? Okay, aber es macht nichts, es ist nicht schwierig. Sie erinnern sich an dieses Diagramm, das Wasserfalldiagramm. Das ist bereits ein Aktivitätsdiagramm. Ja? Das heißt, Softwareentwicklung hat diese sechs Stufen oder vielmehr Aktionsknoten heißen die Dinger. Ja? Also das wäre der Aktivitätsname, das muss man halt so ein Kästchen malen. Das ist eine Aktion oder Aktionsknoten, aber auch Ablaufschritt oder Aktivität genannt. Also das dürfen Sie alles benutzen dafür. Zusätzlich brauchen wir einen Startknoten, der sagt, hier geht's los. Da muss man sich das dann so vorstellen, dass hier Marken durch die Gegend fließen oder aber Objekte, zeige ich Ihnen gleich welche. Und wenn wir hier ankommen mit dieser Marke, das ist der Endknoten, wenn hier diese Marke auftaucht, dann endet diese Aktivität, die in dem Aktivitätsdiagramm beschrieben ist. Ja? Wir können außerdem noch angeben an diesen Übergängen von einer Aktivität zur nächsten, welche Daten überliefert werden. Das ist dann der Datenfluss. In unserem Fall ist es so, dass die Planung, das Lastenheft, Projektplan und die Kalkulation liefern soll, dann die nächste Phase, die Definition, die nächste Aktivität und so weiter, Pflichtenheft, GUI-Beschreibung, Benutzerhandbuch an den Entwurf, der Entwurf liefert die Entwurfsdokumente, Modulführer, werden wir noch sehen, wie das aussieht und so weiter. Ja? Also gerundete, das muss man sich halt wieder merken, ja, ist blöd, aber gerundete Ecken bedeuten immer Aktivitäten. Eckige Dinger bedeuten Objekte, die übergeben werden, also Daten. Ja? Eine Aktion wird so geschrieben, grün muss es nicht sein, aber jedenfalls als ein Kästchen mit gerundeten Ecken. Es gibt auch verschachtelte Aktionen, das können Sie jetzt schwer erkennen, ich auch kaum schwer, da ist so eine Gabel drin.
ein Gäbelchen. Das bedeutet nur, dass diese Aktivität B aus mehreren Teilaktivitäten besteht und genauer beschrieben werden kann. Ja? Das wäre der Startknoten, das hatten wir schon, Endknoten hatten wir auch. Da gibt es noch einen anderen Endknoten, das ist der hier. Wenn Sie einen Ablauf haben, der sich aufspaltet in mehrere Äste, ja, und Sie würden mit einer Marke auf sowas laufen, dann müssten alle Abläufe sofort gestoppt werden. Wenn Sie aber auf den hier laufen, dann heißt es nur, dieser Ast ist jetzt beendet und was sonst noch vorkommt, das kann weiterlaufen. Ja? Braucht man manchmal. Außerdem gibt es, ja, das Aktivitätsdiagramm ist eigentlich so eine Mischung zwischen Datenflussdiagramm und Kontrollflussdiagramm. Diese Raute bedeutet eine Entscheidung. Das ist ein Uraltdiagramm, das habe ich noch als Schüler kennengelernt. Ja? Das heißt, Sie schreiben Bedingungen dran und nehmen den Ast oder den Ast. Das heißt also, der Kontrollfluss verzweigt sich. Und natürlich, wenn Sie eine Verzweigung haben, das ist eine Entscheidung. Da wird nur ein Ast, einer von beiden Ästen genommen, wie bei der IF-Anweisung. Ist auch ganz einfach. Da gibt es aber eine Zusammenführung. Das ist auch die Raute und dann geht es weiter. Stehen keine Bedingungen dran, dann wissen wir, das ist eine Zusammenführung. Die Pfeile deuten auch das an. Das ist ziemlich einfach. Aber ich sagte vorhin etwas von parallelen Abläufen. Das machen, und das ist, wo das sogenannte Peternetz reinkommt. Dieser Balken hier bedeutet, dass wenn der Kontrollfluss an der Stelle ankommt, ja, der Kontrollfluss kommt an der Stelle an, wenn diese Marke erscheint, ja, dann spaltet er sich auf und das wird wieder so erledigt, dass beide dieser wegführenden Pfeile auch eine Kontrollmarke bekommen. Das heißt also, die beiden Marken können jetzt parallel durch dieses folgende Geäst oder Graphen laufen. Ja? Wenn ich das habe, brauche ich auch das Gegenteil, nämlich die Synchronisation. Das ist eine Unverknüpfung, die sagt, an der Stelle geht es nur weiter, wenn an beiden Stellen hier mindestens eine Marke angekommen ist. Ja? Das ist also eine Unverknüpfung, die dazu führt, dass ich ein parallele Abläufe sagen kann, so und jetzt warte auf den anderen. Ja, und wenn der andere da ist, dann machen wir weiter als mit hier in diesem Falle mit einem einzigen Arbeitspfad. Ich könnte auch mehrere Pfade anführen. Ich könnte zum Beispiel hier 5 angeben oder 2 unten. Bitte da jetzt aufpassen, das vergisst man oft. Ja. Dann heißt dieser Block hier, die Marken, die hier oben sind, werden komplett entnommen und jeweils eine Marke den wegführenden Pfeilen gegeben. Das heißt, wenn ich 5 wegführende Pfeile hätte, könnte ich von 2 aus 5 machen. Wenn ich 2 auf 2 habe, also genauso viel reinkommen und die herausgehen, dann habe ich eine Barriere. Barriere sagt, alle warten aufeinander, je nachdem wie viele es sind. In diesem Falle 2. Sobald alle da sind, machen beide wieder weiter. Das ist also auch möglich. Okay. So, die Abfolge der Aktionen, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, wird durch Kontrollfluss oder Objektflusskanten bezeichnet. Auf den Kontrollflusskanten wandern nur Kontrollmarken, die sagen mir, wo bin ich, sowas wie ein Befehlszähler. Auf den Objektflusskanten wandern Objektmarken, die sind einfach, können Sie sich vorstellen, an den Objekten angeklebt. Und eine Aktion kann erst ausgeführt werden, wenn alle einführenden Kanten an eine Aktion entweder die Kontrollfluss- oder die Datenflusskanten, Marken tragen, Objektflusskanten. So, wenn wir also an so einer Aktion sind, dann werden die Marken entnommen, eine Objektmarke von jedem Objektflusskanten und alle Kontrollmarken. Das ist unterschiedlich zum Peternetz, da werden, wenn mehrere da sind, immer nur eine entnommen. So, jetzt Zeit für ein Beispiel. Ach so, das hatte ich schon gesagt. Alle ausgehenden Kanten bekommen eine neue Marke. Also nicht so, dass die Marken durchgehen, ja, und dann habe ich eine und dann kriegt nur einer welche, sondern die reinkommenden werden verschwinden und alle ausführenden bekommen ihre eigene Marke. Also kein Markenerhalt. So, das ist jetzt eine kurze Visualisierung. Also wir haben dieses Ding hier, da haben wir alles drin, was wir brauchen, nämlich hier so eine Verzweigung. Nein, das ist eine Zusammenführung. Das hier ist eine Verzweigung, das sind Aktionen und das ist diese komische Synchronisierungskante. Block.
Wir ist die Endmarke. Das ist die Anfangsmarke. Also gut. Wir setzen uns eine Anfangsmarke hin. Die Anfangsmarke geht hier rein. Das ist natürlich eine Zusammenführung. Deswegen ist hier eben die Zusammenführung, das sind die Einführenden. Hier geht es also durch. Da ist offenbar eine Schleife dabei. Ja. Jetzt ist diese Aktion aktiv. Wenn die Aktion fertig ist, erscheint außen wieder eine neue Marke. Jetzt geht sie in den Bedingungsknoten. Mussten irgendwelche Bedingungen abgefragt werden. Mal schauen, was passiert. Ja, sie geht zum C. Jetzt hat C an allen eingehenden Kanten ein Objekt gehabt. Eine Marke, eine Kontrollflussmarke, muss ich sagen. Jetzt ist C aktiv. Ja. Als nächstes passiert Folgendes. Hier erscheint jetzt eine Marke. Ja, das ist eine Kontrollflussmarke. Das hat den Effekt, wie ich Ihnen sagte, dass alle wegführenden Kanten ebenfalls eine Kontrollflussmarke bekommen. Die sind jetzt für den da und für den da. Was passiert? Jetzt haben wir tatsächlich schon eine Parallelverarbeitung, denn eine Marke geht an D und eine geht an A. Und jetzt sind eigentlich A aktiv und D könnte auch aktiv sein, aber eigentlich tatsächlich nicht, denn hier fehlt noch eine Marke. Wir sagten ja, an allen eingehenden Kanten muss eine Marke da sein, entweder ein Objekt oder ein KFK, Kontrollflusskante. So, also gut, schauen wir weiter, was noch passiert. Zur Abwechslung mal gehen wir wieder durch C. C macht wieder das Gleiche. Kante erscheint dort. Beide ausgehenden Kanten bekommen ihre Marken. Das heißt, jetzt ist wieder A aktiv. Bei D sind jetzt zwei da, aber D kann immer noch nicht arbeiten. Denn hier fehlt noch eine Marke. Ja? So, jetzt zur Abwechslung gehen wir mal zu B. B ist jetzt aktiv. Nächster Schritt. Marke an D liefern. Jetzt sagt D, ach, jetzt habe ich Marken überall. Ja? Jetzt werden alle Marken weggenommen, weil das sind Kontrollflussmarken, keine Objektmarken. Und D wird aktiv. Ja? Schließlich sagt D, jetzt bin ich fertig, hier kommt die Marke rein in die Ausgabe, in den Endknoten und wir sind fertig. Ja? Schön, oder? Was glauben Sie, wie lange wir darin gearbeitet haben? Danke. Okay. Alle Klarheiten beseitigt. Ja, bitte. Können Sie einen Endknoten mit mehreren Enden haben? Nein. Da müssen Sie nur einen Balken davor setzen, wo die mehreren reingehen, und wenn die alle da sind, dann geht es weiter. Ja, ist eine gute Frage, aber ne, hatte ich mir nicht überlegt, aber ich glaube, das ist richtig, was ich sage. Noch Fragen? So, sieht alles relativ einfach aus. Die Schwierigkeit ist nicht, sagt Ihnen glaube ich schon mal, nicht so sehr die Syntax, also was ist Aktion und was ist Kontrollfluss und was ist Marke und wenn Sie so ein Diagramm haben, was passiert eigentlich? Ich glaube, das haben Sie jetzt schon gemerkt. Die Schwierigkeit wird sein, mit aus einer mündlichen oder einer schriftlichen Beschreibung, also einer textuellen Beschreibung, so ein Aktivitätsdiagramm zu entwickeln. Ja? Und das ist das, was Sie üben müssen. Deswegen werden wir entsprechende Aufgaben auf den Übungsblättern haben. Manchmal sind schon ganz einfache Aufgaben plötzlich unglaublich kompliziert, weil man sich nicht so recht weiß, was muss ich denn jetzt da alles tun. Ja? Und man Schwierigkeiten hat, die einzelnen Aktionen aufzuteilen auf verschiedene Schritte und deren Schritte zu synchronisieren. Ja? Aber wie gesagt, das lasse ich Sie dann üben. Es gibt noch ein paar Variationen, die weniger wichtig sind. Ich gebe sie nur der Vollständigkeit mit an. Das Aktivitätsdiagramm können Sie nun verschiedener Art und Weise verschönern. Ja. Sie können an den Aktionen sogenannte Stecker anbringen. Pins nennen Sie die. Stecker, da können Sie hinschreiben, welche Objekte eigentlich reingehen sollen und welche Objekte rausgehen sollen. Okay. Ja. Sie können es auch so darstellen, ohne die Stecker, und stattdessen, wie wir es ganz am Anfang gehabt hatten, das Eingabeobjekt und das Ausgabeobjekt als diese eckigen Rechtecke, als Rechtecke anzugeben. Oder Sie können es auch so angeben. Ja? Alles ist erlaubt. Bei der Schreibweise
in Klausuren und so weiter, weil man in der Hast vielleicht nicht saubere Ecken zeichnen kann, würde ich stark das hier empfehlen. Ja? Sie schreiben die Aktionen als Knoten, die Kanten dazwischen für die Kontrollfluss bzw. Datenfluss, und wenn Sie Datenobjekte angeben müssen, dann nehmen Sie das hier. Dann ist ganz klar für uns, selbst wenn hier mal eine gerundete Ecke aufscheint, weil Sie irgendwie im Stift oder so daneben kommen, dann haben wir keine Probleme, das zu interpretieren. Wenn Sie sowas schreiben, kann es schon sein, dass wir nicht wissen, ist jetzt das eine Aktion, ist das eine Eingabe oder was ist das? Ja? Also das hier ist nicht empfohlen. Das hier ist empfohlen und das hier geht natürlich auch, ist aber wieder mehr Schreibaufwand. Ja? So, Parameter von Aktivitäten. Jetzt kommen die Verfeinerungen. Wenn so eine Aktivität, die noch aufgespaltet ist, ja, können Sie so ein Gäbelchen reinmachen. Das heißt, auf einem anderen Blatt möglicherweise gibt es noch eine klare, eine ausführlichere Aktivität. Ja. Die können Sie dann angeben auf der Art und Weise, sagen, die Eingabe ist vom Typ 1, die Ausgabe ist vom Typ 2 und hier ist der Eingabe- und der Ausgabeparameter. Und hier drin selbst darf noch ein ganzes Diagramm sitzen. Ja. Wenn Sie also gewissermaßen eine Methode angeben wollen, ja, so eine Methode wie in aller Programmierung, du musst sagen, ich will das jetzt nicht in dieses eine Programm alles reinquetschen, sondern ich will ein Stück rausnehmen und woanders zeigen, wie das funktioniert, dann sagen Sie an der Stelle Aktivität mit Gabel, die hat dann, das ist dann sowas wie ein Unterprogramm. Ja? Und dann haben Sie hier die Subaktivitäten mit dem ganzen Diagrammszeug geschrieben. Dann das macht dann das, ja, macht die Diagramme eben übersichtlicher. Ja? Erinnern Sie sich, wofür wir das machen? Ja? Wir sind ja jetzt in der Phase, wo wir sagen, wir müssen jetzt das Pflichtenheft aufstellen. Und im Pflichtenheft wollen wir eindeutig für den Programmierer sagen, was zu tun ist. Ja? Und dem wollen wir diese Abläufe mitschreiben. Wir müssen also nicht sein, es muss also nicht sein, dass ich für jede Zeile Code so ein Aktivitätsdiagramm schreibe. Ja? Sondern nur da, wo eben die Abläufe dem Programmierer erst erklärt werden müssen. Ja? Auf einer möglichst abstrakten Ebene. Wir müssen also nicht hier zum Beispiel für die Aktivität sortieren, ein Sortierdiagramm hier unten hinschreiben, obwohl wir das könnten. Ja? Nehmen wir an, dass Sie ein bisschen was über Sortieren inzwischen wissen, oder wenn nicht, noch nicht, dann in der Algorithmenvorlesung kommt das demnächst. Ja? So, noch eine Verschönerung. Das sind die sogenannten Partitionierungen. Partition A und B zum Beispiel haben wir hier. Da können Sie sagen, das könnte zum Beispiel Ihr Rechner sein, Ihr Klientenprogramm, Ihr persönlicher Laptop oder was immer. Und das hier in der Partition B könnten die Teile des Diagrammes sitzen, die, sagen wir, auf einem Dienstgeber, auf einem Server ausgeführt werden. Deswegen macht man diese Partitionen. Sagt man also, das hier läuft auf meinem Rechner, Schritt 1 und Schritt 3, aber dazwischen liegt ein Schritt 2, der wird aber von einem entfernten Rechner ausgeführt. Ja? Wenn man also verteilte Systeme angibt, dann kann man diese Partitionen einführen, um anzudeuten, wo was läuft. Ja? Okay, das heißt, nennt man auch den Verantwortlichkeitsbereich. Wenn das diagrammatisch blöd wird, weil es, sagen wir, Sie haben 5 Partitionen und die Pfeile gehen nur noch kreuz und quer übers Blatt Papier, weil sie immer von einer Partition in die andere wechseln, aber die Partition trotzdem festgehalten werden soll, können Sie es auch anders schreiben. Ähnlich bei UML gibt es immer mindestens 2 Möglichkeiten, was zu schreiben. Dann geben Sie die Partition mit in dieser Aktion, mit. Dann sagen Sie also hier Partition A, Partition B und wieder Partition A. Okay? So geht es also auch. Ändert aber nichts an der Funktionalität, sagt bloß, wo es hingehört. Ja, wenn Sie zum Beispiel denken an das Toll-Collect-System, das hatten wir mal kurz besprochen, da gibt es natürlich unterschiedliche Partitionen. Da gibt es die Partition, die sagt, das Gerät im Fahrzeug, im Laster, dann die Zentrale, die die Abrechnung macht. Dann gibt es wahrscheinlich noch die Partition, die die Überwachung macht, diese Überwachungsbrücken, die vorbeifahrende Laster abfilmen.
Okay, Aktivitätsdiagramme. So, jetzt kommt noch das Interaktionsdiagramm. Gibt es Fragen zu dem? Ja, okay, dann machen wir weiter. Hier kommt noch das Interaktionsdiagramm. Es gibt noch mehr Diagramme, ja. Da gibt es unterschiedliche Arten sogar. Im Interaktionsdiagramm gibt es 3 oder 4 verschiedene Stück. Die müssen Sie nicht alle wissen. Ich zeige es Ihnen nur mal kurz, wie sie so aussehen. Da gibt es ein Kollaborationsdiagramm, es gibt ein Zeitdiagramm, es gibt ein Interaktionsübersicht und es gibt ein Sequenzdiagramm. Wir schauen uns das Sequenzdiagramm ab. Nur damit wir sehen, wie die aussehen. Dieses Kollaborationsdiagramm sieht irgendwie so aus. Und das Zeitdiagramm, das brauchen Sie für digitale Schaltungen eigentlich eher. Deswegen lassen wir das auch weg. Das Interaktionsdiagramm, naja, ist auch nochmal kompliziert. Lassen wir auch weg. Aber das Sequenzdiagramm, das schauen wir uns an. Ja? Wird also nicht geprüft, die anderen. Sequenzdiagramm schon. Ja, so. Das zeigt auch einen Ablauf, aber ganz anders als das Aktivitätsdiagramm. Das zeigt Ihnen eher auf die Methodenaufrufe, die erfolgen von einem nach dem anderen. Ja? Es gibt auch Varianten und Unterscheidungen und Schleifen und alles Mögliche ist da drin. Hier geht es aber um den zeitlichen Verlauf von einzelnen Aktionen. Und es sieht etwa so auf, ist intuitiv, benötigt aber viel Platz. Das sieht also folgendermaßen aus. Oben drüber stehen immer Objekte. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Objekt vom Typ Artikelreservierung. Sie erinnern sich, eckige Kanten, unterstrichen heißt Objekt, Doppelpunkt davor, anonymes Objekt. Und hier haben wir noch ein anderes Objekt, ein Artikellager. Das ist also schon sehr nahe an der Programmierung. Ja? Haben also Objekte. Für diese Objekte gibt es eine Lebenslinie. Das ist diese gestrichelte Linie. Und diesen komischen Balken drüber, das nennen die in UML die Schwimmbahn. Ja? Die Schwimmbahn. Und die startet, indem man einen Aufruf macht. Und zum Beispiel bedeutet das hier, ich schicke eine Nachricht an dieses Objekt, in diesem Fall anonym, also interessiert mich nicht, dass es welchen Namen es hat, aber es bekommt jetzt einen Aufruf an eine Methode, reserviere mit dem Parameter B. Ja? Und dann läuft also hier auf dieser Lebenslinie, hier in diesem Balken, eine Aktivität ab. Sequenziell meistens. Das nennt man dann auch noch den Störungsfokus. Und schließlich gibt es den Rückgabewert, das ist der Antwort. Ja? Selbstverständlich kann es sein, dass diese Artikelreservierung eine Bestellung braucht. Da gibt es ein weiteres Objekt B, das ist eine Bestellung. Sie sehen, hier kam das B rein als Objekt, also zeichne ich das rein, kann ich gut gebrauchen. Das sagt jetzt also, gib mir die Bestellposition auf der Bestellung und gib es zurück. Ja? Das wäre also hier bei der Rückgabewert. Das ist also ein Aufruf rüber an Bestellung mit der Funktion gib Bestellposition. Man läuft kurz ab und kehrt zurück. Dann gibt es nochmal Bestellpositionen. Das heißt, was wir hier sehen, ist, da gibt es einen weiteren Aufruf an die Bestellposition hier. Das ist eine weitere, die kam hier zurück, sehen Sie. Ja? Die wird hier benutzt. Gibt man den Artikel, der Artikel kommt zurück. Und dann gibt man die Anzahl von dem Artikel. Und ich bekomme das zurück. Das ist also nichts weiter als Aufrufe an andere Objekte. Ja, so wird es gezeichnet. Und dann gibt es noch reserviere Artikel und Anzahl im Artikellager. Das heißt also, dieses Sequenzdiagramm zeigt Ihnen so nach und nach, welche Aufrufe geschehen sollen an den verschiedenen Objekten. Ganz praktisch, kann aber sehr schnell sehr groß und unhandlich werden. Ja. Und jetzt kommen die Feinheiten. Gibt es soweit vielleicht schon eine Frage? Ja? Also hier sehen wir einfach, wie die Reserviere-Operation eigentlich abläuft. Ja? Die Dauer der Aktion, ja, die ist ein bisschen implizit, es ist aber keine Zeitachse vorgegeben. Ja? Die Zeit verläuft von oben nach unten, aber ich habe keine Auflösung. Ja?
Das heißt, Sie können das lang zeichnen oder kurz zeichnen, egal. Ja? Meistens so, dass man es halt noch sehen kann. Und die hier natürlich, da sagt man, dieses Objekt ist natürlich so lange aktiv, als auch so Unteraufrufe geschehen sind. Also muss diese Spalte mindestens so lang sein, wie der letzte Rückkehrer zurückkehrt. Ja? Noch Fragen? Da war, glaube ich, noch eine Hand, oder? Ja? Ja, das ist auch ein anonymes Objekt, ja. Ja, klar. Ich habe es hier nur eingeführt, B und B-Post, weil sie hier vorkommen. B-Post zumindest kommt hier vor und das B kommt auch vor, damit es zusammenhängt. Also das sind Sie frei. Ja, wenn Sie es brauchen, einführen, geben Sie es den Dingen Namen, wenn nicht, dann nicht. Wenn Sie es nicht brauchen, dann nicht. Ja. Okay. Synchrone Nachricht, aha, gibt es offenbar asynchrone Nachrichten auch. Und die Antworten, die kennen wir schon. Also der eine Pfeil ist hin zum Aufruf. Die Antworten gestrichelt und zurück dürfen übrigens weggelassen werden, aber wir haben sie hier nicht weggelassen. Also meistens lässt man, wenn nichts Besonderes zu sagen ist, zum Beispiel hier reserviere Artikelanzahl, da kommt ja auch nichts zurück, kann ich auch diesen gestrichelten Rückwärtspfeil weglassen. Ja, dann bleibt also nur das hier stehen. So, und die asynchrone Nachricht. Ja, also hier, dieser Aufruf hat eine gefüllte Spitze, die asynchrone Nachricht hat eine offene Spitze. Das bedeutet zum Beispiel hier, Sie sehen hier, sind alle Nachrichten mit gefüllter Spitze. Wenn ich das hier offen lassen würde, dann würde das bedeuten, dass dieser Aufruf abläuft, während hier weitergerechnet wird. Ja. Man könnte zum Beispiel an der Stelle zwischendurch ein anderer Aufruf erscheinen, zum Beispiel hierhin oder an ein anderes Objekt. Das ist erlaubt. Okay? Also der Steuerungsfokus ist diese Überlagerung der Lebenslinie, so heißt diese gestrichelte Linie von oben nach unten, das nennt die Lebenslinie, solange ist dieses Objekt existent. Ja? Mit einem senkrechten Balken oder Schwimmbahn, Swimlane heißt es, nennen Sie das im Englischen, gibt an, also wo die Programmkontrolle gerade besitzt, ist übrigens auch optional. Und jetzt kommen noch ein paar Varianten von der ganzen Geschichte. Was war erstmal das Grundgerüst, Lebenslinien, Schwimmbahnen und so weiter. Wo fange ich jetzt an? Ja, zum Beispiel hatten wir immer gesagt, vorne, oben stehen die Objekte der Klassen. Also hier steht X, Y, Z, drei Objekte von der Klasse 1, Klasse 2. Und hier unten kommt was Neues hinzu. In diesen Sequenzdiagrammen kann es natürlich vorkommen, dass Objekte noch nicht existieren, sondern erst erzeugt werden müssen. Das geht auch. Hier scheint also ein neues anonymes Objekt der Klasse X. Das wird hier mit einem gestrichelten Pfeil angegeben, dass es erzeugt wird. Ja? Das wäre also die Objekterzeugung. Dieses blaue Ding gehört nicht zu dem Diagramm, das ist die Erläuterung. Ja? Das ist die Objekterzeugung. Genauso können Sie angeben, ob ein Objekt zerstört wird, indem Sie hier hinten sagen, gut, an der Stelle brauche ich es nicht mehr. Kreuzzeichen heißt, kann gelöscht werden, dem Garbage Collector übergeben werden oder sonst irgendwie aus den Verzeichnissen gelöscht werden. Was haben wir noch? Die einfachen Dinge vielleicht zuerst. Hier ist also eine Nachricht, das ist nichts Neues. Es ist auch ein Selbstaufruf möglich, wenn also ein Objekt einen Aufruf auf sich selbst macht, dann wird das so angezeichnet. Also eine eigene Methode mit Aufruf, dann ist es so mit einem selbstreferenzierenden Pfeil und einem überlagernden Balken gezeichnet. Gut, so, dann hatten wir jetzt immer gesagt, es läuft also sequenziell ab, aber was machen wir mit Fallunterscheidungen? Fallunterscheidungen werden so gemacht. Sie haben eine Bedingung, die nennen Sie i größer 0 bzw. else. Haben Sie auch eine Nachricht hierüber und Nachricht 2 hierüber, zufälligerweise das gleiche Objekt. Können natürlich an ein anderes Objekt gehen, ist auch erlaubt. Und das klammern Sie ein in so einem Ding, damit man sieht, dass es zusammengehört. Gewissermaßen die geschweifte Klammer außenrum, damit ich weiß, wo die Alternative beginnt und endet.
und schreiben dann diese Ecke alt dran. Ja? Dann haben Sie vielleicht hier eine komplexe Interaktion, die auf dieses Bild nicht mehr passt. Dann sagen Sie, gut, da ist eine Interaktion 2, die kommt an einer anderen Stelle vor, die schreibe ich auf ein separates Blatt. Also so ähnlich wie beim Aktivitätsdiagramm. Die zusammengesetzte Aktivität ist hier eine zusammengesetzte Interaktion. Die kommt auf ein separates Blatt, nennen wir Interaktion 2, da kommt ein Verweis auf eine andere Interaktion und die würde zum Beispiel dann hier oben in dem zweiten Blatt hier auftauchen als Interaktion 2. Wir können also dem Blatt auch noch einen Namen geben und eben ein Teilblatt schreiben. Okay, schon wieder ein neues Diagramm. Ja, auch wie gesagt, Syntax und Lesen ist manchmal ganz einfach, aber wie immer muss es dann selber machen. Dann tauchen plötzlich die Fragen auf, wie ist jetzt das mit Parallel, wann gehört das zurück? Und wie mache ich Alternativen? Es gibt noch mehr, es gibt noch Schleifen. Also wenn man eine Vielzahl von Möglichkeiten hat, plötzlich viele Fallunterscheidungen, dann macht man lieber ein Aktivitätsdiagramm. Da ist es meistens leichter anzuzeigen. Es gibt also diesen Operator alt für Alternative, das hatten wir schon gedehnt. Man kann auch mehrere Bedingungen da reinschreiben, das ist noch eine, also eher so wie ein Switch oder Case-Anweisung. Ja? Mehrere Fälle. Dann gibt es eine Break-Bedingung mit einer Bedingung. Dann wird eben der entsprechende Block ausgeführt und wir enden. Ja, das sind immer diese Kästchen, die man da so schreibt. Optional, eine optionale Sequenz wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung erfolgt ist, fast so wie ein If-Then-Else, aber ohne Else. Machen Sie von mir auch ein Foto. Machen Sie von mir auch ein Foto. Er schüttelt den Kopf, also wirklich. enthaltene Zeilen werden parallel ausgeführt. Das gibt es auch noch, ja? Also das nennen Sie Operatoren. Stöhnen. Nochmal ein Diagrammtyp. Zustandsdiagramm. Das Zustandsdiagramm, das kennen Sie ja. Endlicher Automat. Aber es wäre nicht UML, wenn es nicht ein paar Feinheiten hätte. Ein paar Erweiterungen, die ja, praktisch sind. Also gut, Zustandsdiagramme, endlicher Automat, kennen Sie schon eigentlich, beschreibt mögliche Zustände und Zustandsübergänge zwischen den Zuständen. Natürlich eine endliche Anzahl. Gelten meistens für den gesamten Lebenszyklus eines Objektes. Also dieses Zustandsdiagramm verbindet man mit der Spezifikation einer Klasse, damit von Objekten. Am besten, wir schauen uns ein Beispiel an. Also, sieht fast wie ein Aktivitätsdiagramm aus, ist aber keins. Sondern hier sind die Dinger Zustände. Und das sind die Übergänge. Und die Übergänge passieren, wenn Ereignisse sich ergeben. Und diese Ereignisse sind meistens in der Regel Methodenaufrufe. Ja? Können aber auch Ereignisse sein. Wir haben hier ein Flugreservierungszustandsdiagramm. Das heißt, zunächst mal ist der Flug ohne jegliche Reservierung, das ist der Anfangszustand. Das wird angegeben wie beim Aktivitätsdiagramm als der Anfangszustand. Das sagen wir, wenn wir zu laufen beginnen, dann weiß ich aus diesem Knubbel hier, dass ich am Anfang in diesem Zustand bin. Ich gehe in den Zustand teilweise reserviert, sobald ich eine Reservierungsfunktion aufgerufen habe, dann ist natürlich ein einziger Sitz reserviert. Wenn mehrere Reservierungen kommen, dann bleibe ich in diesem Zustand, solange die freie Plätze größer als 1 ist. Ja. Wenn schließlich eine Reservation passiert, sodass im Augenblick jetzt die freien Plätze 1 ist, das heißt, ich habe nur noch einen Platz zu vergeben, dann vergebe ich den natürlich und gehe dann in den Zustand ausgebucht. Wenn Zustand ausgebucht bin und dann kommt die schließende Operation, das ist ein Flugschließe, die Buchungsfunktionen sind geschlossen, dann gebe ich in den Zustand geschlossen und das ist auch der Endzustand des Diagramms, Gott sei Dank ähnlich wie im Aktivitätsdiagramm. Ich kann übrigens auch den Flug streichen, dann gehe ich von dem ohne Reservierung gleich in dieses Ding. Flug streichen geht woanders nicht, ist nicht erlaubt, führt zu einem Fehler, denn was mache ich mit den anderen Buchungen? Ja?
in bereits existierenden Buchungen. Manche Fluglinien stört das aber nicht. Wir stören uns daran. So, was ist jetzt alles noch an Besonderheiten? Das ist also das normale Übergangsdiagramm. Natürlich gibt es auch Übergänge in die umgekehrte Richtung. Ein Stornieren zum Beispiel führt mich von ausgebucht in teilweise reserviert. Teilweise reserviert führt mich dann Stornieren in diesen Zustand, solange reservierte Plätze noch größer als 1 ist. Oder aber das Stornieren, wenn ein Stornieren kommt und die reservierten Plätze ist genau 1, geht natürlich wieder in den ohne Reservierungszustand. Ja. Da sehen Sie aber schon eine Erweiterung, nämlich an diesen Übergängen stehen die Aktionen, die die Übergänge verursachen, also das Ereignis, oder im endlichen Automat spricht man dann auch von einer Eingabe an den Automaten, aber es sind hier Bedingungen dran. Sie dürfen also in den eckigen Klammern eine Bedingung setzen und die sagt, dieser Übergang findet nur statt, wenn Nummer 1 dieses Ereignis ankommt, die Eingabe oder Aufruf da ist, aber auch die Bedingung erfüllt ist. Und Sie sehen, jetzt kann ich stornieren, sowohl in dieser Klasse bleiben, als auch mit dem gleichen in eine andere Klasse, habe ich gesagt, anderen Zustand gehen, aber dann müssen diese Bedingungen sich gegenseitig ausschließen. Ja? So. Ach ja, und hier kommt noch was vor, nämlich ein Entry. Sie können für jeden Zustand eine Eingangsaktion angeben, also eine Entry-Aktion, die sagt, sobald ich mich in diesen Zustand begebe, wird diese Aktion, nämlich das Zurücksetzen, ausgeführt. Ja, das ist eine praktische Erweiterung, denn Sie können in diesen Zustand von mehreren Stellen kommen, nämlich von hier und von hier. Sonst müssen Sie nämlich hier an den Kanten schreiben, welche Aktion durchzuführen ist. Zum Beispiel beim Stornieren, beim in die ohne Reservierungszustand zurückgehen, müssen Sie auch noch angeben, mit einem Schrägstrich übrigens kann man, dass die Aktion Zurücksetzen auszuführen ist. Ja? Es gibt auch eine Exit-Aktion. Wir können hier noch was hinzuschreiben, nämlich Exit. Und eine weitere Methode, und die wird aufgerufen, wenn man den Zustand verlässt. Ja? Das sind also Erweiterungen des normalen endlichen Automaten, aber diese Erweiterungen können Sie jeweils übersetzen in ein ganz normales Zustandsdiagramm. Wir werden noch mehrere Fälle so sehen. Die Entry-Aktionen könnten Sie einfach an die hereinführenden Kanten schreiben und die Exit-Aktionen an die herausführenden. Hier haben wir keine Exit-Aktion. So, jetzt kommen die ganzen Beschreibungen dazu. Damit Sie ein Epsilon-Übergang ist einer, der erfolgt ohne Ereignis. Kann also zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, wenn wir hier sind. Kann man auch wieder loskriegen, indem man das Diagramm umändert. In Zustand. So. Jetzt schauen wir uns noch genau an, was man an die Kanten schreiben kann. Ja, Sie hatten eine Frage? Wenn Sie im Zustand, vollen Zustand selbst zurückkehren, nein, dann wird das nicht aufgeführt. Denn Sie waren im Zustand, sind im gleichen Zustand. Kein Entry, kein Exit. Aber ja, gute Frage. Noch Fragen? So, also, was kann ich an die Kante schreiben? Den Übergang beschreiben. Den Übergang beschreibe ich, das haben wir schon gesehen, indem ich einen Methodenamen angebe plus Parameter, wenn es welche gibt. Ferner kann ich eine Bedingung angeben, nur dann wird sie ausgeführt. Und ich kann noch eine Operation angeben, die ausgeführt werden soll als Antwort. Ja? Wie gesagt, das könnte die Eingangsoperation, die Entry-Operation sein, die müsste ich dann an alle einführenden Kanten geben. Wenn aber nicht die gleiche Operation an allen einführenden Kanten steht, dann habe ich eben unterschiedliche und die schreibe ich dann eben an die Kanten selbst. Ja? Das wäre also der Übergang. Dann kann ich also angeben, was löst aus, unter welcher Bedingung und was soll ich tun, wenn der Auslöser passiert. Ja? Das ist diese Aktion hier. Genau, Spontanübergang gibt es auch, Epsilon-Übergang, wir hatten einen gesehen, der hatte nicht mal eine Bedingung, wenn da eine Bedingung dran stünde, könnte man auch noch hinschreiben, dann würde der Übergang jederzeit passieren können, wenn die Bedingung erfüllt ist. Was brauchen wir noch? Bei gewissen Automaten möchte man,
Zeitbeschränkungen angeben. Zum Beispiel können Sie mit at angeben zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir nach 3 Sekunden, in 3 Sekunden absoluten Zeitpunkt absteuern, ab Beginn, vorher die Transition. Da brauchen Sie gar nichts angeben, sagen Sie at 5 Minuten, das, ja. Oder was interessanter ist, after. Sie kennen das ja von verschiedenen Geräten, zum Beispiel Armbanduhren oder sowas. Wenn Sie für eine bestimmte Zeit nichts tun, dann kehrt die Armbanduhr-Einstellung zurück in den Grundzustand. Der Grundzustand ist Zeitanzeigen, ja. Da können Sie sagen, also after 5 seconds, after 5 Sekunden zurück in einen bestimmten Zustand, den Sie jetzt mit einer Kante markieren, und an der Kante steht eben die Zeit. Wenn Sie also jetzt dieses zeitliche Ereignis auch noch mit angeben. Okay, das kann ich auch noch an die Kanten schreiben. Eintritts- und Austrittsaktionen, das ist, hatte ich schon gesagt, Entry und Exit ist eine Aktion, wird beim entsprechenden Übergang sofort ausgeführt und benötigt keine, das denkt immer an vernachlässigbare Zeit. So, hier hatten wir auch keine Zeit, Bedingung Wächter, gut, das hatten wir eigentlich alles schon erklärt. Ah, so, und jetzt kommen die etwas komplizierteren Erweiterungen. Jetzt haben wir noch 3 Minuten, die können wir noch machen. Der hierarchische Zustandsautomat. Hier ist erst ein einfacher Fall. Das sagen wir, angenommen, wir haben hier einen komplizierten Automat, der ist nicht so kompliziert, weil er nur 3 Zustände hat. Aber wir haben einen, da würde ich gerne das hier als einen Gesamtzustand betrachten. Egal, was da drin steht. Das darf man in diesem Zustandsdiagramm, Herald-Diagramm. Da werden also diese beiden zusammengefasst. Der Übergang hier zwischen A und B steht weiterhin. Aber die übrigen Übergänge hier von diesem Gesamtzustand auf diesen Zustand sind jetzt plötzlich an der Stelle gezeichnet. Zum Beispiel, jeder Übergang von A oder C führt immer in B. Also mache ich es von dem hier. Aber ein Übergang von B kann entweder an A oder an C gehen. Unter welchen Situationen fehlt jetzt, ja? Dann zeichne ich dieses Ding hier mit rein. Bei diesem kleinen Diagramm macht es nicht viel. Macht mir das keine große Erleichterung. Im Gegenteil, vielleicht macht es nur eher komplizierter. Aber wenn Sie sich denken, das hier ist ein Zustandsautomat mit 23 Zuständen und hier ist ein Zustandsautomat mit 15, 20 Stück. Sie können das in zwei Übergänge, zwei Zustände oder auch mehr Superzustände gewissermaßen vergröbern, dann kann mir das sehr viel helfen. Ja? Das nennt man also hierarchisch. Bei diesem Zustandsübergang mit dem Hierarchischen gibt es auch noch eine Markierung, die heißt mit Gedächtnis. Ja? Und das bedeutet Folgendes. Wenn Sie also dieses H mit dran schreiben, dann sehen Sie ja, Sie können diesen Zustand A, B verlassen, indem Sie mit C in diesen Zustand gehen, egal wo Sie waren. Und jetzt kommt ein Übergang, der sagt von B in diesen Superzustand mit dem Ereignis klein d, aber ich weiß nicht an welche. An welchen dieser kleinen Zustände hier drin. Und da hilft mir dieses H-Attribut, das sagt nämlich, das merkt sich, wenn Sie letztes Mal in dem Zustand waren, dem Groß C, und dann zu B gingen und dann zurückgehen, dann landen Sie wieder in C. Oder wenn Sie in A waren und gehen zurück mit diesem Übergang, dann landen Sie wieder in A. Ja, das ist also nicht etwas, was Sie dieses Gedächtnis hatten wir nicht in den normalen endlichen Automaten. Aber, und das ist dann eine Hausaufgabe, man kann das simulieren mit einem endlichen Automaten ohne diesem H-Attribut, indem man für diesen Fall eben mehrere Zustände einführen, die sich merken, wo ich war. Ja? Kann man also wieder auflösen, einen ganz normalen endlichen Zustandsautomaten, der ohne das H-Attribut auskommt. So. Die Nebenläufigkeit, die besprechen wir dann nächstes Mal. Ja, vielen Dank.